September ist da und es ist schon ganz schön herbstlich morgens. Was man im September und im Spätsommer noch alles im Garten machen muss und was ihr jetzt noch aussehen könnt, das zeige ich euch heute. Der Neuseeland-Spinat muss zurückgeschnitten werden, damit er noch mal tüchtig nachwachsen kann bis zum Winter. Der Neuseeland-Spinat ist so gut gewachsen, dass wir den gar nicht komplett alleine essen können. Darum kriegen die älteren Blätter immer die Hühner. Die freuen sich darüber total. Genauso sieht es beim Mangold aus. Auch der ist so doll gewachsen hier, die vielen Pflanzen, die ich habe, dass wir da locker den Ziegen und Hühnern immer was abgeben können. Ziegen lieben Mangold. Lola mag lieber Kameras. Und Rosenkohl, oder Lola? Täglich müssen die Raupen vom Kohlweißling abgesammelt werden. Denn obwohl ich ganz viel Blumen dazwischen gepflanzt habe und auch Tomaten, freuen die Kohlweißlinge sich immer noch über meinen Kohl. An diesen Exemplaren waren, glaube ich, allerdings die Ziegen dran, Lola vielmehr. Auch die Kohlweißlinge mögen übrigens gern die Hühner. So sind sie dann also nicht ganz so schlimm, sondern erfüllen dann noch einen Zweck. Rache ist süß. Auch die Wildtomaten, die noch nicht im Freiland reif geworden sind, müssen komplett rausgerissen werden. Die rausgerissenen Tomaten aus dem Freiland werden dann hier so im Gewächshaus aufgehängt, damit sie noch nachreifen können. Zucchinis im Gewächshaus sind auch zum Teil ganz gut gewachsen. Zumindest die hier im Beetkasten. Die zwei, die ich in den großen Töpfen hatte, die haben sich nicht so wohl gefühlt. Darum habe ich die von der Zeit noch nach draußen gepflanzt. Das haben sie auch ganz gut mitgemacht. Und die großen, die hier im Freiland von Anfang an stehen, die werfen auch noch laufend Früchte ab. Mia freut sich. Die Bohnen müssen laufend geerntet werden. Werden klein geschnippelt und eingefroren. Auch die Hokkaido-Kürbisse können geerntet werden. Die, die noch nicht ganz reif sind, die dürfen noch im Gewächshaus nachreifen.
Kürbis hätten natürlich auch noch stehen bleiben können, aber in Schweden kommen die ersten Fröste früh und das möchte ich nicht riskieren. Außerdem brauche ich gerne noch ein paar freie Flächen, wo ich jetzt noch Salate und Spinat aussehen kann. Reife Kürbisse, Hokkaido-Kürbisse auch, erkennt man daran, dass sie hohl klingen. Natürlich an der schön kräftig orangen Farbe und daran, dass der Stängel hier oben schon richtig verholzt ist. Der sollte möglichst auch dran gelassen werden, damit der Kürbis beim Einlagern nicht fault. Hier ist er abgegangen. Der muss natürlich dann relativ zeitnah verbraucht werden. Und bei den kleineren, wo jetzt die Stängel noch nicht richtig verholzt sind, die dürfen wie gesagt noch ein bisschen im warmen Gewächshaus nachreifen. Mein Lieblingshochbeet kann ich jetzt auch abräumen und da noch Feldsalat einsehen. Den kann ich dann hier in dem Hochbeet optimal über den Winter auch mit Fenstern abdecken, sodass ich im Winter schön Feldsalat ernten kann. Im Freiland gibt es noch laufend Schlangengurken zu ernten. Überall werden die Saaten reif von Blumen, Kräutern und Gemüse. Die Spaghetti-Kürbisse reifen, genauso wie die Speisekürbisse. Ist schon ordentlich hohl, aber einen kleinen Moment darf er noch reifen, bis er orange wird. Der Mais wird auch langsam reif und kann bald geerntet werden. Und natürlich täglich Gras sensen und Äste schneiden für die Ziegen. Mögt ihr auch so gern die kleinen Tomaten? Die großen sind natürlich auch super, aber ich finde die kleinen sind doch die allerbesten. Vor allen Dingen der Paradeiser Uwe aus dem Tumfiland. Das ist meine absolute Lieblingstomate. Die ist so knackig und schnittfest und süß. Könnte ich den ganzen Tag essen. Die Tomaten werden jetzt klein geschnitten und im Backofen getrocknet und mit Knoblauch und Kräutern zusammen eingelegt. Nach 2 bis 3 Stunden bei 150 Grad sieht das Ganze dann so aus und dann wird es in Gläser gefüllt und mit Öl übergossen. Im Gewächshaus habe ich auf den abgeräumten Flächen, wo hier die Melonen standen, nochmal Feldsalat ausgesät. Der kommt auch überall, sodass ich hier im Winter schön ernten kann. Wo die Wassermelone stand, habe ich Postelein ausgesät. Der zeigt sich noch nicht, aber das ist auch erst ein paar Tage her. Spinat habe ich noch mal ausgesät. Rote Melde, Endivien und Winterkopfsalate, roten Parella, Mangold für die Gewächshausernte im Winter, Schnittlauch und Petersilie. Und noch weitere Wintersalate. Ich habe das allererste Mal in Kokoserde ausgesät. Die habe ich von einem Zuschauer zugeschickt bekommen. Vielen Dank nochmal. Die speichert wunderbar die Feuchtigkeit, sodass man nicht so oft gießen muss. Ist natürlich nicht regional, das ist klar. Aber zum Ausprobieren fand ich die jetzt echt mal super. Die ist sehr ergiebig. Und wie man sieht, keimen die Pflanzen wirklich innerhalb kürzester Zeit.
Das ist erst ein paar Tage her, dass ich hier ausgesät habe. Meine Kiwi-Sämlinge sind richtig gut gewachsen. Die habe ich im Frühling von einer Freundin geschenkt bekommen. Die muss ich jetzt noch umtopfen, damit die gut und sicher überwintern können. Und hier hinten habe ich eine Stevia. Die habe ich im Frühling ausgesät. Da habe ich auch Saatgut zugeschickt bekommen, gemeinsam mit der Kokoserde. Der Zuschauer hat gut aufgepasst und weiß, wir versuchen möglichst auf Zucker zu verzichten. Die ist jetzt hier über den Sommer gut gewachsen, ganz stabil. Und jetzt will ich hier oben Stecklinge von machen. Dafür knipse ich die Pflanze einfach ab, den obersten Trieb, solange er nicht verholzt ist, entferne die unteren Blätter und genau hier aus den Blattachseln bilden sich dann die Wurzeln und stecke das Ganze zu ungefähr einem Drittel bis der Hälfte in die Pflanzerde. Und lasst es dann bewurzeln, um es auch gut und sicher im Winter am Haus zu überwintern. Die abgezupften Blätter werde ich natürlich gleich mit nach drin nehmen und mir einen Tee davon machen. Wenn man Stecklinge schneidet, möglichst im Frühling oder im Herbst und möglichst die ganz großen Blätter abmachen, weil das die Pflanze zu viel Energie kostet und die sich lieber darauf konzentrieren soll, neue Wurzeln zu bilden, als zu viel Energie da reinzustecken, die großen Blätter zu versorgen ohne Wurzeln. Der Mutterpflanze schadet das übrigens überhaupt nicht, zurückgeschnitten zu werden. Ganz im Gegenteil, das tut ja ganz gut. Dann kann die buschiger wachsen und schießt nicht so in die Höhe, sondern bleibt schön kompakt. Eine regelmäßige Ernte tut Kräutern ja sowieso gut. Ich hatte früher auch schon mal Stevia. Ich finde, man kann sie überhaupt nicht mit Zucker vergleichen vom Geschmack. Das ist absolute Geschmackssache. Einige Leute sind davon ja absolut total begeistert als Zuckerersatz. Ich habe es lange nicht mehr ausprobiert und bin gespannt, wie es mir jetzt inzwischen schmeckt. Also dieses Mal ist die Stevia tatsächlich richtig süß. Ich habe die nicht so süß in Erinnerung. Kann man wirklich als Zuckerersatz benutzen. Alles, was ich ausgesät habe, schreibe ich wie immer in mein Gartentagebuch, damit ich immer einen guten Überblick darüber behalte, was ich wann wo ausgesät habe. Da kann ich dann auch entscheiden, welches Saatgut ich wiederverwenden möchte. Ich sehe, was gekeimt ist, was gut zu ernten war und was hier einfach gut an den Standort angepasst ist. Auch Ideen fürs nächste Jahr schreibe ich mir hier mal rein. Gartenpläne, was ich wo aussehe, kann ich jedem nur empfehlen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht, das verlinke ich euch oben. August und September sind natürlich die Haupterntezeiten für Tomaten und Paprika im Gewächshaus, auch natürlich Zucchini. Und die Überschüsse, die wir nicht frisch aufbrauchen können, die werden so ein bisschen angeschmort in Zwiebeln mit einem Schuss Essig und dann werden die eingekocht. Das Ganze wird kochend heiß in Einmachgläser gefüllt und danach noch im Backofen eingekocht. Ja, wie ihr wisst, so richtig gerne einkochen tue ich ja nicht, beziehungsweise ich tue es schon gern, aber am liebsten verbrauchen wir die Sachen ja frisch. Ich habe keinen Einkochautomaten, hatte ich auch noch nie. Ich habe das eher immer im normalen Kochtopf gemacht, am liebsten im Backofen. Ich habe jetzt in letzter Zeit immer häufiger gelesen, im Backofen soll man das gar nicht so unbedingt machen. Das sei alles gar nicht gut und nicht sicher und Thema Botulismus und so weiter. Wie macht ihr das denn? Wie kocht ihr ein? Habt ihr alle einen speziellen Dampfkochtopf oder einen Einkochautomaten oder macht ihr das auch im Backofen? Habt ihr damit schlechte oder gute Erfahrungen gemacht? Erzählt mir doch mal eure Einkocherfahrungen unten in die Kommentare.
Alle, die nicht wissen, wie sie ihre Zucchini loswerden sollen oder die auch ihren Neuseeland-Spinat, ihre Möhren, Kürbis, Äpfel und Mangold dringend verarbeiten müssen und es am liebsten roh tun wollen, bieten sich grüne Säfte an. Da kann man alles zusammen reinhauen und das Ergebnis ist jedes Mal anders. Man wird Überschüsse los und hat auch noch einen gesunden Drink zwischendurch. Neben Mangold und Neuseeland-Spinat kann man natürlich auch Grünkohl, Weißkohl, aber auch Wildkräuter wie Löwenzahn benutzen oder Brennnessel, Spitzwegerich, Giersch, alles was einem so vor die Füße fällt, kann man zu diesen grünen Säften verarbeiten, die mal mehr oder weniger grün sind. Wenn man es ein bisschen süßer mag, dann muss man den Grünteil etwas minimieren, denn die grünen Teile sind meistens die, die den grünen Saft auch etwas bitter machen. So ein Slow Juicer heißt, glaube ich, vor allem Slow Juicer, weil es echt lange dauern kann, bis man das alles geschnippelt und entsaftet hat. Aber das Ergebnis lohnt sich und ist eine echte Vitaminbombe. Auch wenn der Anblick manchmal etwas gewöhnungsbedürftig ist. Das Ganze muss man jetzt einmal umrühren. Und über den Trester freuen sich wie immer die Hühner, aber man kann auch im Dörrgerät Cracker daraus machen, wenn man mag. Der Herbst ist natürlich auch die richtige Zeit, um Mist zu verteilen und neue Hochbeete anzulegen. Dieser Wall liegt da jetzt seit 2 Jahren. Das ist der Aushub, den wir abgekoffert haben, als wir das Gemüsebeet angelegt haben. Und das bringt Julian jetzt mit dem Bagger in Form und macht da einige Abteile draus und das werden unsere neuen Hochbeete. Ich habe gerade mal ausgemessen, das werden 4 Abteile, 4 Hochbeete, 3,80 Meter lang, mal 1 Meter ungefähr und dazwischen jeweils immer 1 Meter Durchgang. Ja, es muss schlimmer werden, bevor es besser wird. Ich mag das ja überhaupt nicht, wenn da so eine Unordnung herrscht irgendwo. Ich mag es gern alles sauber und ordentlich. Aber wenn man Hochbeete haben will, dann muss man das wohl in Kauf nehmen, dass es erstmal etwas wüst aussieht, wenn man das nicht alles mit der Hand ausbuddeln will. Ja, ihr könnt mir glauben, da freue ich mich richtig drauf, wenn hier Hochbeete stehen. Da kann ich noch jede Menge Mist loswerden über den Winter, Kram aus dem Gemüsebeet, Einstreu, Misthaufen und dann kann es hier nächstes Frühjahr total losgehen mit den Hochbeeten. Hier entsteht ja jetzt unser rustikales, beheiztes Gewächshaus. Wir haben ja so viele Fenster ganz günstig gekriegt, das waren viel mehr, als ich eigentlich gedacht hatte. Da gab es noch gratis welche oben drauf sozusagen. Alles Isolierglasfenster, also dreifach verglast teilweise. Echt super. Ja, was machen wir damit? Da brauchen wir ein schönes Gewächshaus. Und zwar ein beheiztes. Deswegen werde ich jetzt, da ich den Minibagger ausgeliehen habe, hier so tief wie möglich, also ich denke ungefähr 1,80 Meter oder so ist eine ganz gute Tiefe, auf 20 Quadratmeter, so groß wird das Ganze nachher, ausgraben und dann kommt da ein Rohr rein und das Ganze wird dann mit Luft, das Gewächshaus wird warm und die warme Luft wird praktisch in das Erdreich befördert und kommt auf der anderen Seite wieder ins Gewächshaus rein. So kann man im Sommer das Erdreich aufwärmen. Und im Winter hat man diese Erdwärme dann sozusagen, um die Saison zu verlängern. Mal sehen. Ich habe das Ganze bei einem, ich glaube, einem kanadischen Video gesehen. In ein paar Nummern größer. Ich glaube,
Sein Gewächshaus hat über 100 Quadratmeter und bei ihm funktioniert das über den gesamten Winter. Ausprobieren müssen wir das mal, in jedem Fall. Im Herbst steht natürlich auch die Kartoffelernte an. Da warte ich noch ein paar Tage, bevor ich hier meine Kartoffeln ausgrabe. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!